starten wir denn die Nachmittagssession. Gut, liebe Leute, 14:15 auf den Punkt genau. Ich grüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil des heutigen JFD Live Events am Donnerstag, 15. März. Und wir schreiben immer noch die Zeitumstellung bzw. hier Verschiebung. In den USA beginnt der Handel jetzt schon in 15 Minuten. Insofern ganz spannend, dass wir heute wieder unseren Gast hier beim Live Event haben, den Thorsten Helbig, Forex Pro Systeme. Wir hatten heute Morgen schon die angenehme Runde, obgleich Euro-US-Dollar seine Range zwar nach unten ausgebaut hat, aber immer noch ein bisschen dürftig da umherpendelt. Insofern mal interessant dann zu beobachten jetzt dann, was Thorsten denn davon hält und überdies natürlich mal einen Blick auf sein Dow Jones System zu werfen, was dann eben heute sicherlich dann auch vielleicht den ein oder anderen Trigger liefert. Insofern, Thorsten, bist du da? Alles clear soweit? Ja, ich bin da und ich hoffe, man kann mich auch hören, weil ansonsten muss ich bestens Ton und Bild, okay, so, richtig. Okay. Super, Thorsten. Dann gehört dir sozusagen mal die Macht. Bin mal gespannt, was du zum Markt zu sagen hast, Schrägstrich, gerade jetzt, wenn die Amis dann in Kürze auch den Handel beginnen, eben gerade auf den Dow bezogen. Das scheint ja heute ein Stück weit positiv losgehen zu wollen. Warten wir mal ab. Das werden wir gleich sehen, was da passiert. Als erstes ein Risikohinweis vorneweg, um Eventualitäten vorzubeugen. Alle in diesem Seminar, der Webinar getroffenen Aussagen, die in ausschließlich der Informationen teilnehmen, sind keine Empfehlungen oder Aufforderungen, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte im DAX und Renteninvestmentfonds sind insbesondere mit Derivaten und liegen im Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar-Seminar-Teilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste im Börsengeschäft in dieser Teilnehmer auf Beispiele Aussagen, die Seminars-Webinars beruflich weder vom Dozenten noch von Forex-Pro-Systemen noch von deren Partner- und Erfüllungsgehilfen übernommen. Übrigens gelten Lizenzbestimmungen AGBs von Forex-Pro-Systemen. Gesehen, gelesen und geweint. Also Thorsten, musst du das eigentlich vorlesen? Das reicht eigentlich im Bild. Also das musst du eigentlich nicht vorlesen, meines Erachtens. Zumal wir auch einen Risk-Disclaimer unter unserem Video selbst haben. Aber das hast du jetzt mal geübt, oder was? Ich meine, da hättest du ja fast bei Eminem in den Sprechgesang gehen können bei der Geschichte gerade hier. Also ich lese es in meinen Webinaren in der Regel vor, weil ich hafte dafür und niemand anders. Hast du ja auch recht. Ist ja auch richtig, Thorsten. Also insofern, dank dir dafür. Aber da würde ich dich mal gern beim Sprechgesang das nächste Mal anmelden. Hast du aber schön abgeliefert hier. Aber okay, back to the market. Also das Erste, was wer das nicht akzeptiert oder wer das Risiko nicht eingehen will, dass er Geld verliert, sollte darüber nachdenken, ob er an der Börse richtig ist. Das Zweite, bevor wir jetzt richtig starten, das Gros der Zuhörer war ja heute Morgen hier anwesend und ich hatte ja um Feedback gebeten von heute früh und es wurde so von dem einen oder anderen kurz kritisiert, dass heute Morgen nicht live gehandelt wurde. Das wird wohl eher erwartet. Wenn ich heute Morgen irgendwas nicht richtig gemacht habe oder was anderes erwartet wird, lasst es mich bitte wissen, die nächsten 5 Minuten, damit ich mich heute Nachmittag darauf einstellen kann. Ihr könnt jetzt hier in das Fragenfenster bitte euer Feedback abgeben, ja oder nein. War es okay? Ja. War es nicht okay? Dann nein. Ich erkläre ganz kurz, warum heute Morgen. Weil erstens ist es nicht richtig. Ich habe live gehandelt. Ich habe eine Position platziert. Die musste ich nach meinem Regelwerk wieder löschen. Das ist Disziplin. Fachwissen an der Börse sind 20%. Disziplin sind 80%. Und heute Morgen nach meinem Regelwerk musste ich diese Position löschen. Der zweite Punkt. Wir haben ein bisschen spät angefangen. Wenn Viertel vor 8 gestartet worden wäre, hätten wir die erste Position gemeinsam gehandelt und im Tagesziel gelandet, da wo sie auch gelandet ist. Und der dritte Punkt, last but not least, ich habe heute Morgen auch erklärt, dass ich 2 mittelfristige Positionen drin habe, die beide hinten sind. Eine im Euro mittelfristig und eine im DAX mittelfristig, die beide gelaufen sind und beide auch laufen. Erkläre ich aber jetzt gleich noch. Wir haben im DAX gestern geshortet bei 12,280, 12,3 und 12,320, haben wir in diesem Bereich pyramidisiert. Ziele unten die 12.000, 11.750, 11.150, diese Positionen sind drin und waren beide hinten im Verlust. Die Größenordnung, wie groß die Positionen sind oder sonst irgendwas, sorry, geht kein was an. Für mich ist es viel wichtiger, auch mal zu erklären, warum manche Positionen in die Hose gehen und warum man manche Regelwerke auch verpasst. Ich habe ganz bewusst dieses Beispiel heute Morgen auch erzählt,
aus unserer Traderwoche letzte Woche, wo wir alle 10 Teilnehmer daraus gelernt haben. Und das ist wichtig. Das hat für mich Priorität. Wenn ich mich hier irgendwie falsch verhalten habe, dann sorry, wenn ihr mich lieber bluten sehen wollt, dass ich hier falsche Positionen setze und Hauptsache es wird gehandelt, lasst es mich bitte wissen, dann muss ich das umstellen und weil ich mache das Webinar oder wir machen das ja für euch und nicht für mich. So, Thorsten? Ja? An der Stelle kann ich auch einhaken, das haben wir ja auch immer häufiger gehabt. Also wer hier natürlich Harakiri-Trading sehen will und die schnelle Rendite sucht und 200% im Monat, der ist sowieso generell beim Trading falsch. Und wir hatten auch schon häufiger Events, wenn keine Volatilität da ist, dann werden eben Setups besprochen und auch die Thematik. Und ich fand das auch, da muss ich auch die Lanze brechen, natürlich sehr gut, dass man auch rückwirkend Trades besprochen hat, weil nur so kann man lernen am Ende des Tages. Und wie gesagt, hier da im 1-Minuten-Chart aggressiv Live-Trading zu machen, wenn die Wolle gerade mal bei 20 Pips round im Rund liegt, macht überhaupt keinen Sinn und da geziemt es sich auch an seine Regeln zu halten. Und wer da eben sich nicht, sag ich mal, imstande fühlt, das zu akzeptieren, der ist dann eh beim Trading falsch. Also ich hatte auch schon immer Kandidaten nach dem Motto, wo mache ich jetzt mal schnell 100%? Die sollten lieber ins Casino gehen, schwarz oder rot wählen und dann können sie genauso spielen. Aber das hat mit professionellem Trading absolut nichts zu tun. Insofern, da brauchst du dir auf jeden Fall gar keine Zigarre anzünden. Solche Leute sind generell am Markt verkehrt und da ist das Konto schneller platt, als man gucken kann. Und darum geht es ja am Ende des Tages gar nicht. Hier ist es eine Art Traders-Talk, wir unterhalten uns und du bist eh sehr aktiv. Also bei dir bin ich einer der, wo am wenigsten eigentlich reden muss, weil du das in der Masse machst. Du machst jeden Tag Webinars, du kennst dich damit aus, du hast die Leute sozusagen auch im Griff, die dich mögen, die deinen Slang mögen. Aber da habe ich null Problem damit und da sollten auch alle anderen kein Problem haben. Ansonsten, das Webinar ist ja keine Pflicht. Ne? Da kann auch jeder sich sozusagen dann gerne auch unter die Sonne legen, wie auch immer. Aber das ist, wie gesagt, dahingehend jeder, wie er es will. Aber das fand ich auch ein bisschen daneben. Ja? Also das muss man ganz klar sagen. So Live-Events haben einen größeren Charakter als einfach nur hier rumspielen auf der Plattform und wild rumhandeln. Ja? Die Education-Vermittlung ist da viel, viel wichtiger. Okay, das wollte ich aber jetzt mal von unserer Seite auch sagen. Ich wollte auch nur ganz kurz abklären, ob das vielleicht, dass ich mich vielleicht nicht... Ich mache das ja für die Zuhörer hier und wenn was anderes erwartet wird, dann muss ich meinen Stil oder will ich meinen Stil umstellen. Wenn das okay ist, dann lasse ich den so. Absolut. Dann hätte ich meinen Stil jetzt irgendwie angepasst und hätte auch mal was anderes gezeigt. Aber wir sind ja hier, um Regeln einzuhalten. Also, wir haben es jetzt 14.22 Uhr in den USA, 15.22 Uhr. Die Jungs, die werden hier im DAO sich wahrscheinlich gleich versammeln. Ich habe hier vorhin mal ganz kurz was reingemalt, warum ich auch immer noch im DAX recht optimistisch bin, dass diese Short-Positionen laufen. Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz alles hier raus. Oh, da habe ich viel drin. Einige, so die sagen. Ja, das kann passieren, wenn man lange in so einem Chart arbeitet. Oh. Okay. So, jetzt kann man ja aus dieser Nummer erstmal gar nichts rauslesen. So, für mich war klar, das ist das Hoch von gestern. Für mich war klar, dass er die Stops hier oben nochmal holt. Deswegen haben wir auch im DAX gestern gesagt, wir haben bei 12,280, 12,3 und 12,320 diese Positionen pyramidisiert. So. Und wie ihr seht, waren diese Stufen genau das Richtige. Wir haben genau hier in diesem Bereich angefangen. Hier hoch, da haben wir die erste Position, da in diesem Bereich nachher die zweite und hier oben die dritte. Haben wir die pyramidisiert. Stops liegen noch über der 12.450. Warum so weit weg? Weil wir trotzdem, ich habe die Ziele genannt, wir haben nach unten Wir haben einen Durchschnittseinstiegspreis 12,280, 12,3, 12,320 nach Adam Ries und Eva Zwerg. Durchschnittseinstiegspreis glatt 12,3. Erstes Ziel unten, wer hat es sich gemerkt? Wo ist das erste Ziel unten? Ja, jetzt erst mal überlegen. Ah, guck an, geht's schon los. Ja. Genau, erste Ziel unten die 12.000. Erste Ziel 12.000, 11.57, 11.150. Eventuell ein kurzer Stop an der 12.450, falls er das Loch durch die 11.57 findet. Aber wir müssen ja vom ersten Ziel ausgehen, von der 12.000.
12,3 kommt zu 12.000, sind 300 Punkte. Stops über die 12,450 CRV 2:1 passt. Nur eben halt eben ein bisschen die Positionsgröße weiter runter. Und wenn wir uns das angucken, haben wir nämlich genau diese Hochs hier oben da, über diese Hochs oben muss der Stop oben drüber. Und ich nehme ganz bewusst diese Nummer mit. Und hier hat er heute Morgen ganz kurz oben drüber gelugt, ist genau in diesem Bereich gescheitert und das sollte er auch. Wenn dieser Bereich hier hält, dann dürfte die nächste Welle nach unten laufen. Da und die nächste Welle dürfte eventuell mit viel Glück sogar heute in Nachmittag schon laufen. So, damit wir das auch mal besser sehen. Und damit sind wir unten an der 11.998, 12.000. Das ist unser erstes Ziel. Stops da oben drüber. Einstiegskriterien war Fibonacci. Ich arbeite mit wenigen Sachen. Ich arbeite mit solchen Linien. Ich arbeite mit Rechtecken und ich arbeite mit Fibonacci, ein bisschen ABCD oder A gleich C. Ich arbeite ein bisschen mit diesen Linien als Hilfslinien und ich arbeite viel mit Fibonacci und nach Kerzenformation. Mehr brauche ich nicht. Was wir heute Morgen gesehen haben im Euro-US-Dollar ist einfach mein Bild, um mir diese ganze Geschichte etwas zu erleichtern, damit ich es mit einem Blick erfassen kann. Also, das hier ist mein Regelwerk. Fertig. Diese Position laufen. Landen wir hier unten unter der 12.1. Grobe Richtung. Haben wir einen Schlusskurs, Stundenschlusskurs hier unten unter der 12.1. Geht der Stop für diese Position, die hier bei 12.3 gestartet sind, dann geht der Break-Even. Und dann sollten wir unten an der 12 landen. Nach der 12 haben wir wieder die Nummer, wieder an die 12.2 zu gehen. Deswegen auch Break-Even, das heißt 12.2. Wir gehen dann ungefähr wieder in diesen Bereich zurück, um dann die dritte Welle zu machen. Und nach der dritten Welle unten wird sich entscheiden, wie es weitergeht. So viel zum DAX. Okay, soweit? Meines Erachtens schon. Lassen wir mal das Feedback von den Teilnehmern kommen. Ja. Deswegen beantworte ich ja ungern Mails. Ich sehe es ja, die haben ja das gleiche Problem wie ich. Aber ich kann ja viel schneller sprechen als schreiben. DAX Short. Wir sind DAX Short seit gestern, sogar genau seit dieser Marke, seit der 12.3 im Durchschnitt. Wir haben gestern hier angefangen zu shorten. 12.280, 12.3, 12.320. Und diese Position haben wir im Markt und lassen die auch im Markt mit Stops über der 12.450, über diesen Hochs. Ziel ist hier unten die 12. Die glatte 12.000. Und das nach Möglichkeit heute, morgen, spätestens morgen nach dem Verfall um 13 Uhr, morgen haben wir dreifachen Hexensabbat, spätestens nach dem Verfall sollten die Positionen fallen. Wir sehen es sehr oft, dass sich dann Spannung aufbaut in dem Markt. Das würden wir auch heute eventuell beobachten können oder morgen Vormittag beobachten können, wie die Spannung immer mehr steigt, weil der Kurs mit Gewalt versucht wird, in einem bestimmten Bereich zu halten, nämlich im Bereich des gewünschten Verfalls. Deswegen haben wir heute Morgen gesagt, wir werden uns wahrscheinlich zwischen 12.2 und 12.3 bewegen. Und das tun wir bis jetzt auch. Sauber in dieser Spanne. Wir müssen auch damit rechnen, dass es langweilig bis morgen Mittag so vor sich hin dümpelt hier. Das, wie sagt mein Freund Michael immer so schön, das provoziert den Rumrutschfaktor. Oder man kann man seinen Rumrutschfaktor irgendwie testen. Aber wir haben Regelwerk, Stop da oben, hier unten drunter gehen wir Break-Even und fertig. So einfach ist das. So, dazu haben wir, glaube ich, im Moment genug. Jetzt gucken wir uns den hier mal an. Wir haben heute Morgen auch hier Marken genannt, nach unten. Und wenn wir uns das mal angucken, ich nehme mal die Fibos hier raus. Ja, wir haben unser Regelwerk. Wir haben heute Morgen gesehen, das war der erste Abmarsch, das war der zweite. Der zweite hat uns heute Morgen schon unser Tagesziel gebracht. Ja,
Und danach haben wir gesagt, zählen die Marken 1,2360, 56 und dann die 1,2340. Und wir sehen, wie er immer in diesen Bereichen um unsere Zielbereiche, wie er da immer rumdümpelt. Sollte der jetzt das Ding nach unten durchschlagen, oh, wir haben es 15,30 in den USA, werden wir sehr schnell an die 1,2313 gehen. Vorher ist ein Rücklauf, das ist der reine Handel nach Zielbereichen. Dahin 12,356 durchaus, 16 Punkte nach oben sind nochmal möglich, bevor er den nächsten Schwung macht nach unten. Und wenn wir uns diese Nummer hier mal angucken, dann sehen wir, dass die zweite Nummer auch bis da runter laufen kann. Wir wollen uns den Dow angucken. Auf allgemeinen Wunsch eines einzelnen Herrn. So, Dow Pro liefert uns fertige Einstiegsbereiche immer zum Start der US-Session pünktlich. Das ist hier der Einstiegsbereich 1. Der geht von 24,896 bis 9,17. Das heißt, wir warten, dass er in diesem Bereich hier eintaucht. Der soll jetzt noch ein Stück nach oben laufen, soll in diesem Bereich eintauchen und sollte uns, so ist unser Regelwerk jedenfalls, sollte uns in diesem Einstiegsbereich 1 in 5 Minuten eine Umkehrformation zeigen. Wie handeln wir das? Ich lasse den in 5 Minuten dort reinlaufen. Wenn er in 5 Minuten dort drinne ist, in diesem Einstiegsbereich, sehe ich zu, in den 1 Minuten umzuschalten und mir dort eine Umkehrformation mit kleinen Kerzen zu suchen, weil ich will das Risiko so klein wie möglich halten. Marschiert er hier durch, was er ja manchmal tut, guckt mal hier, wie er hier durchgekachelt ist. Wenn er jetzt nach oben durchmarschieren sollte, den hier durchschlägt, haben wir oben noch den Einstiegsbereich 2. Dieser bewegt sich von der 25.010, 25.015 und der 24.997, also in diesem 20-Punkte-Bereich. Wenn der hier nicht greift, wenn der durchschossen wird nach oben, warte ich ab, bis er hier hinläuft, in diesen Einstiegsbereich, mir da eine Umkehrformation liefert. Und wenn er mir die geliefert hat, dann dort short. Wir müssen immer sehen, dass wir mit einem vernünftigen CRV reinkommen. Wir haben hier Einstieg 8,95 bis 9,15, das heißt 20 Punkte. Wenn wir an der Unterkante bei der 95 reinkommen, muss der Stop über die Oberkante, das heißt, wir haben 30 Punkte Stop. Und wir haben ein Ziel bei 7,96, das heißt, wir haben 30 Punkte Stop und wir haben 100 Punkte Ziel nach diesem Regelwerk. Das hat nichts mit Euro Pro zu tun, das hat auch nichts mit dem DAX zu tun. Das hier ist ein ganz, ganz anderes Regelwerk und taucht auch nur einmal am Tag auf, nämlich jetzt nachmittags um 15.30 Uhr. Dann haben diese Balken ihre Gültigkeit, Einstiegsbereich und Ausstiegsbereich. Wenn das Setup durchläuft, Beispiel, er geht jetzt nicht nach oben, sondern ballert hier runter, jetzt in dieses Ziel und vielleicht sogar noch ein Stück tiefer, geht da unten durch, hat sich das Setup erledigt, brauchen wir nicht mehr drauf warten. Soweit verstanden. Der Mirko hat keine Signale. Okay, wo handelst du, wenn ich fragen darf? Dann musst du wahrscheinlich die Zeit umstellen. Guck mal bitte hier oben rein. Da, du musst EU1 und da 2 haben. Stell das mal um, einmal auf 1 und dann auf Anwenden. Und dann, wir hatten heute Morgen genau das gleiche Problem. Wenn das einmal umstellst auf 1 und dann wieder zurück, dann kann man sehen. Ich hatte bis gestern Nachmittag in den Webinaren genau das gleiche Problem. Wir haben dann heute Morgen haben wir diese Nummer einmal genommen, sind hier rein, haben hier bei USA einmal 1 eingestellt, anwenden, dann wieder aufgemacht, dann eine 2 eingestellt und hier mit der Zeitebene einmal hin und her geschaltet und dann ging es. So, wenn er jetzt hier durchkachelt, haben wir auch hier ziemlich schlechte Karten. Wir sehen gestern hier genau das Gleiche. Der hat sich gestern hier in einer Range bewegt.
da in dieser Range bewegt und hat immer in dem Hoch, na komm her, da bei 1,40, 25, 1,40 und der Einstiegsbereich wäre bei 1,55 gewesen, hatte ganz, ganz knapp immer verfehlt. Leider Gottes. So, hier haben wir genau die so eine Umkehrmuster hier, die sollten aber in diesem Bereich da oben entstehen. Da wäre der Einstiegsbereich in Daniels Ziel, leider vorher umgedreht, ist da runtergegangen. Sicher kann man hinterher klug scheißen und dann sagen, ja, warum, man hätte ja trotzdem unterhalb. Ja, kann man, aber der Stop muss oben über den Einstiegsbereich, das sagt das Regelwerk. Das Regelwerk für Dow Pro lautet nun mal so, also muss der Stop oben drüber und dann bin ich schon im negativen CRV, kriege ich das nicht mehr vernünftig hin. Also Finger rauslassen. Das ist genau das, wenn man hier drauf lautet, sagt, oh, jetzt bremst du immer ganz kurz davor, ich probiere es doch mal. Und dann gibt es einen an die Backen und hinterher sagen wir, scheiße, ich habe es ja gewusst. Dafür sind Regelwerke da und das ist auch das, was ich heute Morgen versucht habe zu vermitteln, was mir vielleicht auch nicht so ganz gelungen ist. So, jetzt haben wir hier das Desaster. Was heißt das Desaster? Jetzt hat er schon mal die ersten paar Minuten von der 67 her schon mal die ersten 50, fast 60 Punkte gemacht. Diese schon mal nach unten durchmarschiert und wenn er jetzt hier runter geht, ist das Setup hinfällig. Brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern. Die Frage, die sich stellt, wie komme ich auf diese Marken, die ich genannt habe im DAX? Eine ganz einfache Geschichte. Das ist sogar noch nicht mal alles. Die 11.150 ist eine alte Marke, eine alte Bremse. Sondern die eigentliche Marke, die wir uns im Endeffekt holen wollen, ist sogar unter der 11.000, aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Da sind wir nämlich hier unten wo? Wo kommen wir hier unten an? Eigentlich muss ich jetzt das Bild wegmachen, damit es keiner sieht. Nur mal so am Rande, so arbeiten wir bei uns in der Community. Bei uns ist das nicht so, wenn alles schläft und einer spricht, das nennt man bei uns Unterricht, sondern wir versuchen gemeinsam uns was zu erarbeiten und versuchen auch gemeinsame Ziele zu erarbeiten. Deswegen, genau wegen dieser Geschichte hier, vertraue ich diesem Setup auch sehr, dass das wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren wird. Jemand eine Idee, wo wir da unten ankommen könnten? Jetzt zeige ich es wahrscheinlich selber. Ja, der Georg hat wahrscheinlich in meinen das hier unten ist die 10,8. Woher kommt die 10,8? Woher kennen wir die Marke 10,8 noch? Wir wollen ja lernen, uns im Chart zu bewegen, oder? Jemand noch eine andere Idee? Außer A gleich C. A gleich C habe ich hier nur mal gezeigt. Erste Bewegung gleich zweite Bewegung und so weiter. Okay, das kennen wir nur alles, haben wir heute Morgen auch gemacht. Ich will damit erreichen, dass man Vertrauen zu seinen Zielen kriegt, die man sich erarbeitet. Weil man hat ja zu solchen Zielen, die hält man ja auch nur ein, spulen wir mal ein Stück zurück. Was machen wir denn in der Regel? Wir gehen so eine Position ein. Jetzt starten wir bei der 12,3. Dann geht er runter an die 12, dann sind wir 300 Punkte vorne, kriegen kalte Füße, steigen aus. Und dann fängt das Ding an abzukacheln, wie bekloppt, und geht nach unten durch und landet an der 10,8. Dann sagen wir, scheiße, wir kriegen doch nur ein Vertrauen zu unserer Arbeit, zu unseren Marken, die wir uns erarbeiten, wenn wir auch den Hintergrund wissen. So, und wir sehen, wie schnell diese Bewegung hier gelaufen ist. Die hat ein Zeitfenster und guckt bei uns in den Blog, da könnt ihr das nachlesen. Ich hätte mich in den Arsch treten können, weil ich habe mit dieser Position, ich will nicht sagen Vermögen verschenkt, aber sehr viel Geld nicht verdient, obwohl ich es selber
so analysiert und angesagt hatte. So. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, die Antwort fehlt noch. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann sehen wir genau hier im Daily, sehen wir genau, dass hier diese Kante, ja, die hier bei 10.800, genau in diesem Bereich, 10.800, die hat gehalten von August bis November 2016. So lange hat diese Geschichte hier gehalten. Nachdem diese Kiste hier nach oben gebrochen wurde und er rausmarschiert ist, ist er nie wieder da unten gewesen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mich da drinnen unterstützt und der mich ganz fest daran glauben lässt, ist, dass wir ja von da an die Aufwärtsbewegung haben. Ups. Ich denke einfach nur mal laut. Wenn es falsch ist, lasst es mich wissen. Aber ihr wollt ja wissen, wo die Marken herkommen. So. Und dann sehen wir sogar, dass er bis hier runter sauber korrigieren darf. Und wir haben hier die 11.150. So einfach ist das nämlich. Die 11.157 von der kompletten Aufwärtsbewegung ist das 50er FIBO. So. Und hier unten nachher die 10.8 und darunter haben wir dann die 10.6 ungefähr, die dann das 61.8 darstellt. Und diese Nummer darf jetzt langsam irgendwo mal als Korrekturlevel angesteuert werden. So einfach ist das. So, jetzt habe ich einfach nur mal laut gedacht und habe nicht gehandelt. Aber wir haben, nach Euro pro, nicht, dass wieder einer sagt, hätte wenden können. Nach Euro pro brauchen wir übergeordnet einen Trend. Haben wir den? Ja oder nein? In dem Trend befinden wir uns hier in der Korrektur. Diese Korrektur sollen wir uns im 1-Minuten-Chart suchen. Haben wir ebenfalls etwas schwer zu erkennen. Aber jetzt ist das Tief durchbrochen und jetzt können wir den Rücklauf abwarten. Bis da hoch, bis an unsere Wolke und bis in diesen Bereich und können versuchen, in den Korrekturkerzen uns Short einstoppen zu lassen. Ohne Garantie. Richtig, Hannes, du hast schön aufgepasst. Der Bernie sagt, rein saisonal wird er bis Ende April weiter steigen nach dem Freitag. Ja, rein saisonal. Damit magst du recht haben. Dann ist das aber dein Regelwerk, nach saisonalen Signalen oder Statistiken zu handeln. Das ist vollkommen richtig. Kann man tun. Ist aber, entspricht nicht meinem Regelwerk. Mein Regelwerk sind A gleich C, das ist FIBO, das sind Zeitebenen, Abgleichen verschiedener FIBOs über verschiedene Zeitebenen. Das ist mein Regelwerk. Saisonale Geschichten, Inhalte von Nachrichten und so weiter sind mir sowas von egal. Die interessieren mich nicht. Dazu bin ich damit einfach zu oft auf die Nase gefallen, weil ich mich immer darauf verlassen habe, gute Nachrichten aus den USA, gibt einen starken Dollar. Ich handle viel Euro-US-Dollar. Wenn es einen starken Dollar gibt, heißt das im Euro-US-Dollar automatisch einen schwachen Euro. Also gute Nachrichten aus den Staaten hieß für mich Euro-Short. Nachrichten kommen, ich kriege auf die Nase. Weil dann irgendwo hintenrum nachher andersrum erklärt wird, ja, das musste so sein, weil starker US-Markt, bla bla bla, hat dann auch den Euro gestärkt und. Und deswegen interessieren mich so eine Geschichte nicht. Mich interessieren keine Nachrichten und ich habe von den saisonalen statistischen Geschichten null Ahnung, null, niente. Wer davon nichts verstehe, lasse ich das. So, wir wissen aber, dass er sich irgendwo jetzt bei 12.250, 12.3 bis morgen Mittag wahrscheinlich einschießen wird. Deswegen hat morgen gesagt, dass er langweilig wird. Man kann ja, wenn man diese Position gehandelt hat oder handelt von 12.3 kommend nach unten, kann man sich immer noch überlegen, ob man morgen dann
zum großen Verfall, zum dreifachen Hexensabbat, ob man dann den Stop auf Break-Even zieht und sagt, hopp oder top. Ich habe nach dem großen Bild komplett kein Long-Szenario auf der Nase, auf dem Schirm, gar keins. Weil, um nochmal zurückzukommen, solange wir diese Marke hier oben nicht durchschlagen, da, solange wir hier nicht oben drüber gehen, das heißt, grobe Richtung über die 12,650, 12,57, da diese Tiefs eingeschlossen, da, die hier, solange wir die nicht nach oben kaputt machen, diesen Bereich, der muss nachhaltig für mich nach oben kaputt gemacht werden, dann kann ich drüber nachdenken und mir ein Long-Setup suchen. Wenn ich das nicht schaffe, wenn er das nicht schafft, sondern hier sich jetzt so schön einkeilt, was er ja schön macht, und dann nach unten rausklatscht, wenn er diesen Bereich hier nach oben nicht durchschlägt, kommt für mich kein Long Setup in Frage. Wie gesagt, nach meinem Regelwerk. Da absolut akzeptabel. Der Euro spuckt ein bisschen nach unten. Das hat sie ja heute auch erwartet, ne? Haben wir heute Morgen gesagt, dass die Nummer kommen wird. Das Bullenfenster war gestern abgelaufen schon. Das Zeitfenster für die Bullen war gestern durch. Da. Auch hier, wenn wir mal schnell ein bisschen aufräumen. Da haben wir das Ziel da unten, wie ihr seht. Da unten wollen wir ja hin, ne? Haben wir uns heute Morgen erarbeitet, ne? Schreibt es euch auf. 2032. 1,2032. Und wenn man die 1,2032 kommen, da unten hin, werde ich sogar meine Short-Position direkt drehen. Direkt auf Long. Stellt sich die Frage, warum? Okay. Wir haben da. So. Das ist die letzte markante Aufwärtsbewegung. Okay, dieses Tief hier hat gehalten. Da, Doppelboden ab nach oben. Das heißt, wir dürfen nach FIBO in den Bereich 1,2040 bis 1,2050 ungefähr dürfen wir eintauchen. Maximal bis dahin. Diese Marke ist viel markanter. Wir haben hier dreimal, hier oben ist er dreimal gescheitert, deswegen. Und hier ist er noch mal ein paar Mal gescheitert. Deswegen ist die 1,2030, 1,2050, dieser Bereich ist für mich das überwiegende Ziel nach unten. Wer ein bisschen rechnen kann, alleine von jetzt an sind das 300 Punkte nach unten. Wenn ich die Position dort unten drehe, was ich machen werde, erkläre ich auch gleich warum. Wenn ich diese Position hier unten drehe bei der 1,2030, 1,2040, so in diesem Bereich werde ich drehen, muss mein Stop unter die 1,1930. Ich kann sogar von diesen 300 Punkten, die ich nach unten gemacht habe, die ich ja jetzt bei der Short-Position mitnehmen kann, vorausgesetzt, es läuft, ne? Vorausgesetzt, es geht. Wir wissen es ja noch nicht. Wenn das Setup nach unten aufgeht, habe ich 300 Punkte Short mitgenommen. Diese 300 Punkte Short, davon kann ich wieder 50% riskieren. Das heißt, dort unten in dem Bereich 50er, 61, 8er FIBO, hier kann ich Long, kann mein Stop da unten drunter legen und hätte dann als Ziel, wir haben hier die erste Bewegung bis zum Doppeltop. Ups, da wollte ich hin. So, und würden ja in dem Bereich starten, da irgendwo. Ich nehme jetzt einfach mal die Mitte. Wir können es erst sagen, wenn wir, wenn das Ding wirklich auskorrigiert hat. Und jetzt muss ich hier mal schnell was wegnehmen, nämlich dieses Panel hier vom Webinar. Und dann landen wir nämlich oben knapp unter der 1,30. Das heißt, ich komme in dem Fall nachher hier unten von ungefähr von der 1,20 und habe die Nummer 1,30 nach oben vor der Nase. Ganz klassisch mit einfachen Werkzeugen habe ich ein Ziel von 1000 Punkten vor der Nase mit einem Risiko von 100, 150 Punkten. CRV 6:1. So viel dazu, wie ich im Chart arbeite. Deswegen lasse ich das Ding jetzt fallen.
versuche mir mit der fallenden Position ein Polster aufzubauen, um damit nachher mit dem Trend wieder die Long-Position zu handeln und das, was ich fürs Risiko brauche, dann hier schon eingesackt zu haben. Dann brauche ich von dem, was ich jetzt hier runter zu mitnehme, nur noch zu 50% wieder zurückgeben in den Markt. Selbst wenn ich dann hier rausfliege, habe ich immer noch 150 Punkte. Mein Monatsziel liegt bei 200 Punkten. Also außer Spesen nichts gewesen. So, den Jungen können wir knicken. Das Setup ist durch. Können wir uns verabschieden. Das ist genau das gleiche Spiel hier wie gestern. Da, genau das gleiche. Knapp darunter gebremst, durchmarschiert. Können wir vergessen. So. Sind fuck da. Jetzt habe ich gepennt, aber auch nur, weil keiner was von euch gesagt hat. Aber der Stop liegt da gut. Ich muss jetzt ganz kurz erklären, was ich gemacht habe. Ich bin jetzt Market rein, leider zu spät, weil ich habe gesagt, wenn er zurückläuft in unsere Wolke, werde ich unter den Shortkerzen werde ich eine Position hinterherführen lassen. Ausführung wäre in dem Fall 23,27 gewesen. Deswegen habe ich jetzt hier, also genau in diesem Kurs war, Market einfach draufgehauen und gesagt, okay, ich nehme die Position jetzt mit. Stop 6,6. Das wäre unser Regelwerk. Wir hatten hier die Korrektur. Leider Gottes, weil man feinfühliger denkt, das habe ich aber vorhin verpasst. Wir haben hier die Korrektur, wir haben hier das letzte Tief. Das letzte Tief wurde hier schon durchbrochen und demnach wären wir hier unter dieser Kerze schon eingestoppt worden. Auch wenn daher wieder einer sagt, ja, hätte, wenn, kann ich auch alleine. Also, ja, kann man. Das hier haben wir vorhin verpasst. Das wäre das sauberste Regelwerk. Ich weiß nicht, wer von unseren Leuten das hier eventuell gehandelt hat oder den Einstieg richtig gepackt hat. Das hier wäre die klassische Nummer und da wären wir jetzt schon Break-Even. Siehste, der Horst von Teneriffa ist short. War auch Teneriffa, ne? Oder was Gran Canaria? Oder Fuerte. So, grob gedacht ist das hier die Bewegung. Alle Tiefs durchschlagen. Da, Rücklauf und dann hier drunter da rein. Und dann ist das regelkonform, mit dem wir das Setup laufen lassen können. Ziel müssen wir aufpassen, spätestens wenn er da unten hinläuft. Wir haben gesagt, wenn er hier durchsackt, wird er ziemlich zügig durchsacken und dann sollten wir da unten dann auch Break-Even gehen und im schlechtesten Fall Break-Even rausfliegen. Oder hier mit 6 Punkten, das kommt davon, wenn man den ersten Einstieg verpasst. Trotzdem wäre der hier aus meiner Sicht noch regelkonform. Selbst der nächste, selbst wenn ihr mich jetzt rausschmeißt, weil er darf ja jetzt noch zurücklaufen bis da oben drüber. Selbst wenn er mich da jetzt rausschmeißen sollte, hier volle Granate rauskegelt und er nur diese Tiefs hier bestätigt, mir wieder eine Umkehr liefert in meiner Wolke, würde ich trotzdem wieder eine Short-Position eingehen, weil mein Regelwerk es immer noch hergibt. Es ist noch nicht hinfällig. So, diese Position ist automatisiert, die ist fertig, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder drei Möglichkeiten. Entweder kachelt er hier oben jetzt in meinen Stop, dann klaut er mir 6 Punkte, okay, dann ist das so. Oder er zieht hier nach unten nochmal einen Schwung durch, zieht Break-Even und danach fliege ich entweder Break-Even raus oder hier unten durch den Take-Profit. Und den Take-Profit will ich in diesem Fall nicht, sondern ich will die Nummer unten haben. Alle Positionen zusammengefasst sollen an der 1,2032 glattgestellt werden. Gerade wenn ich hier in der Lage sein sollte, mein Stop Break-Even zu ziehen, habe ich diese aufgestockte Teilposition Break-Even abgesichert und lasse sie einfach laufen, hopp oder top. Ich mag so eine Dinge immer, wenn man mit kleinen Stops, mit kleinen Risiken hier reingeht, 5, 6 Punkte, die stören mich überhaupt nicht. Das ist jetzt nicht dafür gedacht, um es CRV zu beschönigen, um jetzt hier ein schönes CRV zu predigen oder so. Das ist Quatsch. Wir haben in der Regel 20 Punkte Take Profit.
Mein Hauptziel ist aber unten und wir haben schon mehrere Positionen short laufen und die können wir damit dann auch noch unterstützen. Was ich auch will, im Grunde genommen aufstocken, aber wenn er jetzt nach oben durchschießt, fliegt ihm diese aufgestockte Position raus, das gefährdet aber die Gesamtposition überhaupt nicht, gar nicht. So, der Junge hier, schöne Nummer, ne? Den gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Was darf er nicht? Ne, TH, also der zweite TH bei uns. Ne? Wir haben einen schönen aufsteigenden, schöne Flagge hier. Diese Nummer dürfte sogar nach dem Abmarsch von heute früh, darf das Ding noch laufen. Gucken wir uns mal das Zeitfenster an, wann er wo landet. Und demnach ist er nämlich gleich hier in einem, genau USA, 16 Uhr, hier an einem Kreuzwiderstand. In diesem Bereich, da einmal Fibo und einmal die Kanalkante. Mich würde es nicht wundern, wenn er hier ganz kurz rausbiegt, da oben die 310 ganz kurz anpiekt, mal ganz kurz guckt, was macht ihr hier oben überhaupt? Eine Umkehr und dann jetzt in 4 Minuten oder 5 Minuten nach unten durchklatscht und dann die zweite Bewegung vollzieht. Und dann haben wir auch ein Ziel. Dann wissen wir auch, wo er hinlaufen darf. Weil das Ziel haben wir ja erst, wenn er entweder aus dem Kanal unten rausschießt, also hier unten wieder raus, oder auf jeden Fall hier einen Trendwechsel. Im Moment bewegen wir uns noch in einem Aufwärtstrend. Wir haben immer höhere Hochs und höhere Tiefs. Und solange das so ist, haben wir noch keinen Grund. Erst wenn wir die Tiefs hier jetzt brechen, dann können wir auch sagen, okay, Bewegung A gleich Bewegung C. Ich würde nicht nur short gehen, ich bin short, mein lieber Mirko, und ich bin short schon seit gestern. Wir haben genau in diesem Bereich 12,280, 12,3, 12,320 haben wir gestern geschortet mit Stops über 12,450. Habe ich heute Morgen auch erklärt. Ansonsten bitte die Aufzeichnung von heute früh anschauen. Falls sie verfügbar ist, weiß ich nicht. Fürs Konvertieren bin ich nicht verantwortlich. Klar ist die verfügbar. Was denkst denn du? So. Und damit hätten wir rein theoretisch dann die Nummer hier nach unten, die auch ziemlich zügig gehen sollte, weil wenn ich das jetzt hier mal kombiniere, ich denke ja einfach nur laut. Wenn ich meine Denker auf den Keks geht, lass es mich wissen. Dann mache ich was anderes. Kurs im Nasenpopeln oder so. Aber die meisten, die traden, können das schon. Also manchmal nicht wissen, was sie sonst tun sollen. So, dahin, pop, pop, pop. Und dann haben wir auch das Zeitfenster, wenn er anfängt anzulaufen. Und dann wissen wir, wir sollten ungefähr gegen 16.45 Uhr, so, genau, jetzt haben wir es 15 Uhr, also 16.45 Uhr, kurz vor 5, so ungefähr in diesem Bereich, haben wir eine faire Chance, da unten anzukommen. Ich glaube, das war verständlich, oder? Ich fand es wieder super und lehrreich, muss aber leider jetzt weg. Dankeschön. Oh, gerne, meine liebe Ingrid. Immer wieder gerne, wenn es was bringt. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja gemeinsam was lernen. Ne? So, da mit diesem Kreuzwiderstand nur aus der Flagge, aus der Kanalkante und dem Fibo-Level und beides zusammen dürfte eine saubere Nummer liefern. So, ich habe gesagt, hier das Spiel gucke ich mir an. Hier hat er mir gerade 6 Punkte gezockt, der Drecksack. Gleiches Spiel. Ich gucke mir trotzdem die Nummer an, wenn er hier oben hinläuft. Wir sind im 5 Minuten in der Korrektur. Hier habe ich den Einstieg vorhin zu spät gepackt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, hat Gorbatschow mal gesagt. Und genauso ist es hier jetzt auch. Er darf bis an die 61,8 korrigieren. Wenn er an der 61,8 korrigieren sollte, mir dort Schwäche zeigt,
nach Europro den Bruch von diesem Tief, da den Bruch von diesem Tief, dann den Rücklauf. Alternativ, wenn ich jetzt eine Kombination fahre, hier aus Fibo und dieser Bewegung mit allem Drum und Dran, kann ich anfangen, mir da drunter eine Position zu greifen. Und kann diese als Period Low High mit einem Punkt hinterherführen lassen, will aber nicht mehr als 6 Punkte Stopp. Zack. Ups, falsch. Das sollte bei 10 bleiben. So, da will ich nicht mehr als 6 Punkte Stopp. Weil wir müssen damit rechnen, dass es jetzt gleich pünktlich um 16 Uhr eine krasse Umkehr gibt. Und das ist jetzt. So, wo habe ich jetzt den Kanal im DAX gezeichnet? Da. So. Und genau hier kommen wir jetzt an dem. Da. Jetzt kreuzen sich genau diese beiden. Noch sind wir nicht da, er hat ja noch ein bisschen. Genau hier haben wir jetzt diesen Kreuzwiderstand, der eventuell sehr guten Halt bieten dürfte. Wie bist du zu dem Zeitfenster gekommen? Welches Zeitfenster? Mach mal Erklärbär. Ah, 15 Uhr muss man noch alkoholfrei trinken. Nach der Redesession auf jeden Fall. Hast du wieder Gas gegeben? Nur ein bisschen, ne? Ja, aber bist du wieder gut im Flow? Freut mich auf jeden Fall zu erfahren. So, also diese. Wir haben einfach nur diese Abwärtsbewegung genommen, diese Abwärtsbewegung im Zeitfenster dupliziert, mein lieber Gerd. Mehr nicht. So einfach ist das. So einfach kann Börse sein. Wenn man ein bisschen Geometrie und ein bisschen logisches Verständnis mitbringt, ist Börse ganz einfach. Das ist, Börse ist wie Klavierspielen. Das ist überhaupt keine Kunst. Man muss nur im richtigen Augenblick die richtige Taste drücken. Fertig. So einfach ist das. Und warum sind gute Klavierspieler gut? Weil sie jeden Tag üben, jeden Tag trainieren. Das ist das ganze Rezept. So. Und genau hier in dieser Ecke kriegen wir jetzt einen Kreuzwiderstand und genau in dieser Nummer könnte er jetzt eventuell seine Wende hinlegen. Wir sehen auch, hier sind die Bewegungen kräftig, kräftig, schön, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und jetzt geht langsam der Dampf raus. Jetzt haben wir hier genau zwei Händlergruppen und wir haben hier dieses Zwischentief. Da dürfte genug Widerstand geboten werden. Hier dürfte jetzt genug lauern, was auf jeden Fall die zweite Welle nach unten einleiten sollte. Und selbst wenn es nur die zweite Welle ist, selbst wenn es nicht mehr gibt, nur diese zweite Welle, dann kann die bis runter an die 12.2 gehen. Und wer dann unsicher wird, der kann unten an der 12.2 einfach seine Stops Break Even ziehen. Oder wer ein gesundes Tagesziel hat, wer nicht so gierig durch den Markt hirscht mit Zielen von 150 Punkten am Tag oder so, sondern mit realistischen Zielen von 10, 15 oder 18 Punkten am Tag oder so was um den Dreh rum, der kann hier unten sein Stop, wenn er von der 3 kommt, von hier oben irgendwo, kann er sein Stop ganz entspannt auf 10, 15 Punkte Tagesziel ziehen und kann dann abwarten, was noch weiter passiert. Im schlechtesten Fall fliegt er mit seinem Tagesziel raus. So, genau, ganz kurz überschießen. Hauptsache nicht zu lange. Zwei interessante Konstellationen. Der Euro dreht ja jetzt dann auch in deinem vorhin benannten Bereich so ein Stück weit ab. Ist praktisch parallel interessant. Ja, ja. Da die auch gerne gegenläufig arbeiten, die Jungs.
Genau. Also das hier spielt mir, ist jetzt für mich noch nicht so ausschlaggebend. Kanäle werden in der Regel, wenn sie verlassen werden sollen, werden sie nach einem Fehlausbruch verlassen. Das heißt, mich würde es gar nicht wundern, wenn er da jetzt ganz kurz oben rausschießt, da oben Fehlausbruch hinlegt und dann nach unten ballert. Wenn er das nicht tut, gut, dann sind wir oben gut abgesichert, dann gibt's was an die Backen, ne? Und wie sagt mein Anwalt immer so schön, Mund abwischen, weiter essen. Das ist die Kunst. So, eintauchen, wenn wir jetzt von 5 Minuten Schlusskurs hier wieder in dem Kanal kriegen sollten, dass er in diesem Kanal wieder eintaucht, dann ist auf jeden Fall ein Ziel hier unten an der Unterkante wieder dran, was auch einen Trendbruch mit sich bringt. Und wenn der Trendbruch vollzogen ist, dann sind wir wieder völlig entspannt als Shorty. Ich weiß ja nicht, wo du deine Trendlinie her hast. Keine Ahnung. Thorsten ohne H. Und die Frage, also hier kommt eine Frage rein, wo jemand sagt, meine Trendlinie im DAX ist bei 12.316, dann Short, Fragezeichen. Du wirst von mir niemals hören, jetzt gehst du Short, jetzt gehst du Long. Niemals. Ich zeige, was ich mache, ich zeige, wie ich denke, ich zeige, wann ich auf den Knopf drücke und wann ich nicht auf den Knopf drücke, welche Position ich handle, welche ich nicht handle. Deine Entscheidung musst du für dich treffen. Meine Entscheidung treffe ich für mich. Ich für mein Konto, du für deins. Gell? Und wenn die Linie selber gemacht hast und dann selber auf den Knopf drückst, dann sind das auch sogenannte selbstgemachte Leiden. So. Warten wir diese 5 Minuten Kerze mal ab. Idealerweise schließt die hier innerhalb von dem Kanal, vielleicht sogar innerhalb von unserer Kiste. Müssen wir die Kiste ein Stück verschieben? Wir waren heute Morgen schon bei der 12.360, deswegen habe ich da um meine Short-Position noch keine Angst. Angst und Geld hat meine Familie nie gehabt. Hast du auch Erfahrung mit Pattern? Nee. Mit Pater habe ich Erfahrung gemacht früher. Das willst du uns jetzt aber nicht erzählen, Thorsten. Nee. Aber Pattern ist ja eine berechtigte Frage. Also solche, ich sag mal, Chartmuster, den Trendkanal hast du ja jetzt schon drin, aber so weiß ich nicht, aufsteigendes Dreieck meinte wahrscheinlich oder sowas in der Richtung, benutzt du die auch? Ja, manchmal, wenn ich sie sehe. Ich handle das, was ich sehe. Was ich nicht sehe, handle ich nicht. Ganz einfach. Und das würde ich auch jedem nur empfehlen. Ja, der Ralf hat Erfahrung mit Nonnen, siehst du? Das wollte ich jetzt so nicht sagen, dann bin ich wieder feindlich. Heißt wieder, ich bin frauenfeindlich oder so. Dabei bin ich das gar nicht. So, also diese 5 Minuten-Kerze warten wir immer noch ab, ob die in dem Kanal schließt. Wir können ja zwischendurch nochmal einen Blick auf den Dow werfen. Oh, Respekt. Schauen wir mal. Das Dow Pro Setup ist durch. Nur so am Rande, falls da noch einer drauf spekuliert. Wer ist im Zielbereich? Und wenn das Ziel angelaufen ist, dann brauche ich nicht darauf spekulieren, dass er es nochmal holt. Den Dow gucke ich mir jetzt nur im Vergleich immer an, was macht er jetzt im Vergleich zum DAX? Und wenn er jetzt oben in den Einstiegsbereich laufen sollte, der Dow, kann es trotzdem sein, dass er fällt, muss aber nicht. Nach Regelwerk ist das Regelwerk nach Dow Pro ist abgehakt. Das Ziel ist abgearbeitet. Das ist wie beim Schlachter. Wenn der ein Rind gekillt hat, hat er sein Ziel erreicht. Dann haut er das nicht normal tot, oder? Na komm. Aber wir sehen ja, wie schwer er sich hier tut. Du. Okay.
Dafür wird es hier interessanter. Na komm. Das letzte Tief der Aufwärtsbewegung soll gebrochen sein. Das letzte Tief der Aufwärtsbewegung haben wir hier. Darunter will ich einen Schlusskurs sehen. Ein Schlusskurs da unten drunter in 1 Minute. Heißt Schlusskurs unter der 31. Schlusskurs unter der 31 könnte mich dazu bewegen, da wird er wahrscheinlich hier durchschießen bis dahin, Rücklauf an unsere Wolke oder in unsere Wolke, dann haben wir eine faire Chance zu shorten. Noch aber nicht. Und der DAX und der Dow, die machen, ja, guck mal hier, der eine zieht den anderen. Der will hier hoch in seinen Zielbereich. Und der DAX hält sich jetzt oberhalb von dem Kanal. Im DAX bin ich völlig entspannt, weil unsere Short-Positionen laufen. Wenn die rausfliegen, fliegen sie eben raus. Hier brauchen wir den Schlusskurs unten drunter und dann die Korrektur, um uns dann in der Korrektur eventuell reinzuschorten. Es ist alles übergeordnet auf Short, also Long kommt nicht in Frage. Mutige Händler nutzen schon mal diese Konstellation im 5-Minuten-Chart, um sie eventuell mit einer Drittelposition darunter einstoppen zu lassen und die dann nach Euro pro aufzustocken. Na komm, Jung. Ja, da ist er. Schlusskurs haben wir jetzt da unten drunter. Jetzt müssen wir ihn fallen lassen und dann in die Korrektur, nicht in die fallende Bewegung. So, genau, da sind wir an der 28. An der 28 bitte kurz stoppen. Bitteschön. Und dann umdrehen, hochlaufen bis an die 32 ungefähr mit zwei, drei kleinen Kerzen. Und in diesem Bereich würde ich mir dann eine, unter diesen Kerzen würde ich versuchen, mich einstoppen zu lassen. Aber er zerlegt es. Was zerlegt er denn, lieber Jens? So, diese Kerze muss blau enden. Wenn die endet, geht meine Stop-Order, Short-Stop-Order da unten drunter. Wer zerlegt denn was? Ach so. Das Schlachter zerlegt das Viech. Das ist richtig. Bist du Schlachter, wa? Ja, ne, wie der Schlachtermeister zu seinem Lehrling sagt, so, morgen früh gehen wir mal zum Amtsgericht und melden Insolvenz an, damit du das auch mal lernst. So, jetzt müssen wir uns schon mal drüber im Klaren sein, dass wir unten bei der 26, 28 reinkommen, eventuell, und wir müssten in dem Fall dann hier den Stop oben drüber legen. Wir kommen bei der 27 rein und bei der 38. Wir hätten 11 Punkte Stop, wenn wir bereit sind, die auszugeben, also die zu riskieren. Ja, wenn wir nicht dazu bereit sind, nein. Nein, ich warte diese Kerze ab. Fuck. Ich warte trotzdem. Wenn ich mir jetzt hier eine Position hinlege, und das tue ich jetzt unter dieses Tief, die lasse ich jetzt weiterführen mit Period Low High mit einem Punkt, wie immer.
So, wenn die jetzt gegriffen wird, muss mein Stop da oben drüber. Nicht mehr über dieses Hoch, sondern dann da oben drüber, weil da haben wir dann das Hoch. In dem Moment, wo ihr hier unten drunter geht, haben wir ein neues Tief. Wenn wir ein neues Tief haben, ist dieses Hoch gültig und dann kann mein Stop da halten. Mit diesem CRV kann ich gut leben. So, und wir haben es auch schon 3:15. Gehe ich nochmal ganz kurz auf ein, zwei organisatorische Sachen ein, wiederhole nochmal ganz kurz die Sachen von heute früh. Für die, die uns hier beobachtet haben, so als kleinen Goodie, als kleines Dankeschön, dass ihr euch 1 oder 2 Stunden Zeit gehabt habt, meinem blöden Gelaber zuzuhören. Als kleines Dankeschön könnt ihr uns eine Mail schicken an die hallo@forexpro-systeme.de. Ich schreibe die E-Mail-Adresse hier einfach mal rein. hallo@forexpro-systeme.de an alle. Da könnt ihr uns eine E-Mail schicken und dann würden wir euch einladen, die nächsten bis Ostern noch an 2 oder 3 Webinaren, die wir mit unseren Leuten, mit unserer Community veranstalten, kostenlos daran teilzunehmen, damit ihr vielleicht seht, wie wir arbeiten. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen ja sogar überredet, bei uns ein bisschen mitzumischen und eventuell ein bisschen was mit uns, von uns, bei uns zu lernen und unsere Community ein bisschen zu unterstützen. So, diese Position hier, die bleibt jetzt so lange da drinne. Da, jetzt kriegen wir ein vernünftiges CRV. Zack. Wir haben aber kein neues Tief, deswegen muss der Stop da oben drüber liegen bleiben. Da ist er auch ganz gut. Die Position hier lassen wir laufen. Wir freuen uns über jeden, der uns vielleicht ein bisschen beobachtet und bereit ist, ein bisschen zu lernen. Vielleicht die, die neu sind, werden sich vielleicht ein bisschen wundern, dass es bei uns ein bisschen anders ist als bei anderen. Aber so bin ich nun mal. Wer mit uns, mit mir oder so umgehen kann und Interesse hat, in der Gruppe zu handeln, aus der Gruppe zu lernen, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben, der ist bei uns herzlich willkommen. Wir freuen uns über jede Mail. Wie gesagt, die erste Mail solltet ihr schicken, wenn ihr Interesse habt an den kostenlosen Webinaren. Zum Reinschnuppern einfach mal so dabei zu sein die nächsten 3 Mal. Ich habe gesagt, ich mache morgens 1 Stunde und nachmittags 1 Stunde. Die Stunde heute Nachmittag habe ich jetzt schon weit überzogen. Weit, 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 weit. Schon 3 Minuten. Und da müssen wir dir auch danken, Thorsten, an der Stelle, dass du trotz dessen, ja, gesundheitlich ja, wie gesagt, auf dem Wege der Besserung, aber da hier dein Mann gestanden hast, da auf jeden Fall vielen Dank für deinen für den Nicht-Ausfall der Geschichte sozusagen. Hätte man auch machen können im Rahmen der Gesundheit, aber danke ich dir auf jeden Fall, dass du da bereit warst und auch danke für das Gimmick an die Teilnehmer, dass die sozusagen nochmal ein bisschen mehr dann über dich erfahren können in den Sessions, die dann jetzt noch bis Ende März, Anfang April, Schrägstrich eben Ostern vor uns stehen, ne? Ja, bis zum Quartalsende, das erste Quartal. Bei uns kann man sonst diese Webinare, ich halte im Jahr 150 Webinare ungefähr, die kann man bei uns quartalsweise buchen. Ein Quartal kostet 150 Euro. Dafür kriegt man im Quartal zwischen 35 und 40 Webinaren, wo man uns Löcher in den Bauch fragen kann, wo man mit uns handeln kann und, und. Und das erste Quartal läuft jetzt Ostern aus. Die Sollzahl an Webinaren haben wir lange weg. Trotzdem machen wir bis Ostern noch weiter. Ich selber bin die nächsten 2 Wochen ab heute, ab jetzt im Urlaub. Werde aber im Urlaub trotzdem die 2 oder 3 Webinare abhalten. Wir sind nun mal eine Community, nicht kein VW-Laden. Und wir freuen uns über jeden, der uns eventuell besucht oder begleitet. Wie ihr seht, die Position hier läuft ebenfalls. Damit habe ich auch meine Pflicht und Schuldigkeit getan, habe live gehandelt, kann ich ja jetzt zumachen, ne? Die Position.
Thorsten. Aber gut, dass du dann nochmal nachhakst. Hat sich aber gut ergeben im Endeffekt, ne? Aber gut, ich glaube, der Ja. Jena Welcher ist auch gar nicht jetzt hier am Nachmittag-Event dabei gewesen, sonst hätte er sich sicherlich gemeldet. Aber das haben wir schön aufgeklärt zum Beginn. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Dabeisein, Thorsten. Will dich auch gar nicht weiter in die Pütt nehmen. Wir bleiben im Kontakt. Ich wünsche auch an der Stelle von JFD Brokers allen Teilnehmern einen schönen Resttag. Schaut's bei uns vorbei, wenn ihr fair behandelt werden wollt, beziehungsweise auch fair ausgeführt werden wollt, insbesondere. Und insofern wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Resthandel an dieser Stelle und viel Erfolg bei allem, was ihr angeht. Und ja, Samstag ist Börsentag München für den einen oder anderen, der aus dem südlichen Bereich kommt, vielleicht auch interessant. Und ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein. Auf ein neues im neuen Monat. Vielen Dank, Thorsten, dir an dieser Stelle und auch eine gute Abfahrt und Reise. Und wir bleiben im Kontakt. Ich wünsche euch was. Alles klar, danke. Tschüss, tschüss, moin, moin und danke, dass ihr da wart.